noch sagen. Der Jörg ist heute Morgen nicht da. Er ist in Hamburg. Da gibt es eine kleine Calvary und der Pastor dort ist mit seiner ganzen Familie an Corona erkrankt. Wir sind zu Hause und ja, Jörg ist eingesprungen. Und wenn du jetzt enttäuscht bist, dass ich hier vorne stehe, denkst, was hat der schon zu sagen? Du hast recht. Ich habe dir gar nichts zu sagen. Ich habe auch nichts. Aber wenn du mich nicht sehen willst, mach die Augen zu und sehe den, der hoffentlich spricht. Und ich vertraue darauf, dass er spricht. Denn wenn ich euch hier irgendwas erzähle, vergesst das. Hier ist jemand anders, der zu euch reden will. Und wir sind ja mit den Sprüchen durch. Das Lob der tüchtigen Hausfrau. Und ich habe gedacht, ja, so ein bisschen im Zusammenhang mit diesem Dienst unter den Obdachlosen, dachte ich, ich nehme euch da mal so ein bisschen mit rein, was es heißt, Obdachlosen zu dienen. Wir schlagen mal auf das Matthäusevangelium, Kapitel 8, und da die ersten vier Verse. Matthäus 8, die Verse 1 bis 4. Als er, da ist Jesus mit gemeint, als er aber vom Berge herabging, folgte ihm eine große Menge. Und siehe, ein Aussätziger kam heran und fiel vor ihm nieder und sprach: Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und Jesus streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach: Ich will's tun, sei rein. Und sogleich wurde er von seinem Aussatz rein. Und Jesus sprach zu ihm: Sieh zu, sage es niemandem, sondern geh hin und zeige dich dem Priester und opfere die Gabe, die Mose befohlen hat, ihnen zum Zeugnis. Wenn wir die Evangelien lesen, wissen wir ja, dass Jesus viel rumgezogen ist durch die Gegend. Und er hatte einen Kreis von 12 Jüngern, die eng um ihn herum waren, die er gelehrt hat, mit denen er ganz eng zusammengelebt hat. Aber nach und nach haben sich mehr und mehr Menschen ihm angeschlossen. Hier lesen wir, es folgte ihm eine große Menge. Eine Menge Leute, wir wissen nicht, wie viele es waren, aber wenn hier steht eine große Menge, dann war es eine große Menge. Und wir wissen nicht, was das für Leute waren. Das waren wahrscheinlich ganz normale Leute, die mit unterschiedlichen Motivationen mitgegangen sind. Das Leben damals war, es gab keine Medien, wie wir sie heute haben. Es gab wenig Ablenkung. Den Leuten war, vielleicht auch nicht, aber den Leuten war wahrscheinlich häufig langweilig. Und jetzt kommt hier jemand, und es passieren Dinge. Da ging die Post ab. Da sind plötzlich Kranke gesund geworden. Da sind Blinde sehend geworden. Da sind Tote auferweckt worden. Da sind Leute befreit worden von finsteren Mächten. Da ist was passiert. Hier ist ein Mann, der nicht nur ein Mann ist, sondern jemand, der Vollmacht hat. Und wenn dich dieser Mann anguckt, dann ist das ganz, ganz anders, als wenn dich die Menschen um dich herum ansehen. Er sieht dich in Liebe an. In Liebe. Er sieht dich. Er sieht dich in dieser ganzen, entschuldigt den Ausdruck, Masse von Mensch. Er sieht dich ganz persönlich, er sieht deine Situation, er liebt dich. Er ist für dich ans Kreuz gegangen. Er sieht deine Not, er sieht
all das, was dein Leben ausmacht, was dich bewegt. Und was macht er? Er sagt nicht, ich weiß ganz genau, was du gestern Abend gemacht hast. Nein, er sieht dich mit Augen der Liebe an. Und wenn du das nicht weißt und vielleicht im Moment nicht siehst, bitte Gott darum, dass er es dir zeigt, wie groß, wie unvorstellbar groß seine Liebe für dich ganz persönlich ist. Und klar, die einen wollten einfach nur ein bisschen Abenteuer, sie sind mitgegangen. Einige waren vielleicht ein bisschen dichter dran. Die haben einfach begriffen, das ist kein normaler Mensch hier. Hier passiert mehr. Sie wurden angezogen von ihm. Und jetzt passiert was ganz Erstaunliches. In Vers 2 steht: Und siehe, ein Aussätziger kam heran und fiel vor ihm nieder. Und siehe, ein Aussätziger kam heran. Der war mit Sicherheit nicht bei der Menge dabei. Das hätten die gar nicht zugelassen, weil es ein Aussätziger war. Das Gesetz des Mose hat das auch so geboten. Ein Aussätziger wurde getrennt gehalten. Er war in Quarantäne von allen anderen. Er hätte Menschen anstecken können. Das war ein ziemlich, wenn man das im Mose liest, langes Prozedere. Also wenn jemand eine Stelle irgendwo an der Haut hatte, am Ohr oder so, dann wurde der vom Priester untersucht. Die waren da ziemlich geschult drin. Und wenn er der Meinung war, das könnte Aussatz sein, wurde dieser Mensch für, ich glaube, 7 Tage eingesperrt. Nach diesen 7 Tagen wurde nochmal geguckt. Ist das blass geworden oder ist es weg? Dann wurde er, glaube ich, noch mal ein paar Tage in Quarantäne gehalten, wurde dann aber wieder in sein ganz normales Leben entlassen. Aber wenn die Stelle schlimmer geworden ist, und das ist es bei vielen gewesen, und Aussatz ist etwas ganz Furchtbares, Menschen hat das teilweise das ganze Leben beschäftigt. Und wenn du dir, vorstellst, du bist als Mensch von allen Menschen getrennt, von deiner Familie. Du kannst auf Entfernung mit denen reden. Aber es gibt keine Berührung. Es gibt keine Umarmung mehr. Du kannst deine Kinder nicht mehr umarmen. Du kannst deine Ehefrau nicht mehr umarmen. Du bist isoliert, du bist einsam. Und wenn du auf Menschen zukommst, musst du schon von Weitem schreien, unrein. Und alle kratzen die Kurve, wenn sie dich sehen. Was für eine schreckliche Situation für einen Menschen. Aber hier, was macht er? Die Menge war um Jesus rum, mit Sicherheit. Aber er hat sich gedacht, wenn mir hier einer helfen kann, dann ist der das. Und ich weiß nicht, als er nach vorne gegangen ist, wie das Volk, die haben ihn wahrscheinlich gekannt. Oder man konnte es, wenn jemand lange Aussatz hat, siehst du das auch. Der ist entstellt. Vielleicht haben sie ihn bedrängt, vielleicht wollten sie, oder sie sind einfach auseinandergelaufen. Bloß weg hier. Ihn vielleicht verachtet, beschimpft, das war ihm egal, das kannte er. Er musste aber zu dem, der da steht, der da vorne ist, zu dem will ich hin. Und er fällt nieder vor ihm und sagt, wenn du willst, kannst du mich heilen. Und das ist so wichtig, wenn einer heilen kann, dann ist es Jesus. Wir bieten hier, und ich liebe diesen Dienst, das Krankengebet an. Aber ich sage den Geschwistern auch immer wieder, sie fragen dann auch, ja, ich habe da einen Termin bei dem Arzt, soll ich da hingehen? Natürlich, Ärzte, wir sind dankbar für Ärzte. Es gibt begabte, gute Ärzte, gute Chirurgen, gute, ich weiß nicht was, die helfen können. Aber eins können sie nicht, und das ist heilen. Ein Chirurg kann eine wunderbare Operation machen, aber er kann diese Wunde, die er da geschnitten hat oder die entstanden ist, die kann er nicht zumachen. Er kann dir ein Salbchen verschreiben oder ein Pillchen oder was auch immer. Aber heilen kann nur Jesus.
Und wenn wir ins Gebet gehen, dann kommst du nicht zu uns Älteste, sondern wir gehen gemeinsam zu dem, der heilen kann. Das ist ganz wichtig. Und das ist auch das, was dieser Aussätzige, was ihn treibt. Hier ist jemand, der meine Hoffnung ist, vielleicht meine letzte Hoffnung. Ohne ihn lebe ich vielleicht nicht mehr lange. Meine letzte Hoffnung. Und was macht Jesus? Vers 3. Und Jesus streckte die Hand aus, rührte ihn an. Da hat das Volk wahrscheinlich gedacht, ist er bekloppt? Man kann auch einen Aussätzigen nicht anrühren. Das geht doch nicht. Weiß er nicht, dass er sich anstecken wird, dass er krank werden wird? Aber das war wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie lange dieser Mensch krank ist oder krank war. Seine erste Berührung seit langer Zeit. Seit langer Zeit, da ist jemand, der mich ansieht und mich anfasst. In meinem Schmutz, in meiner Verzweiflung. Der rührt mich an. Und ich bin geheilt. Was mag das Volk gedacht haben in dem Moment? Gut, einige haben gedacht, naja, es war ja klar, dass er das macht. Der heilt ja auch andere, der hat ja schon viel getan. Aber ich glaube, dass einige echt ergriffen waren davon. Jesus ist kein Schmutz, kein Dreck, kein was auch immer, keine Sünde ist ihm zu dreckig, als dass er dich nicht anrühren könnte. Weil er eine Liebe für jeden von uns hat, die wir nicht begreifen können. Und wenn du die Evangelien liest, er ist immer wieder zum Menschen gegangen, zu denen niemand gehen wollte. Ich will doch mit dem nicht gesehen werden. Was denken die anderen von mir? Genau zu denen ist er gegangen. Und Aussätzige, ich weiß es nicht. Ich glaube in Deutschland, ich weiß nicht, kann ja sein, dass es hier auch Aussätzige gibt, ich weiß nicht. Ich weiß gar nicht, doch in anderen Ländern gibt es das schon noch. Aber es gibt auch hier Aussätzige. Es gibt hier Ausgestoßene. Es gibt Menschen, die man am liebsten möchte man sie, weiß ich nicht, aus den Augen weg. Und das sind Menschen, die du auf der Straße siehst, die auf der Straße leben. Ich weiß nicht, wie es dir geht, das weißt nur du selber. Ich habe das vorhin gesagt, das ist ein blödes Beispiel, ich will es trotzdem nochmal nehmen. Du kommst gerade so aus der Innenstadt vom Shopping, hast dir gerade einen fetten Pullover gekauft für 200 Euro irgendwo. Und gehst an so einem Obdachlosen vorbei. Ah, scheiße, jetzt habe ich wieder kein Kleingeld in der Tasche. Ich muss irgendwie gucken, dass ich an dem vorbeikomme. Oder guckst du ganz weg, weil du es nicht ansehen kannst, das Elend? Ich weiß nicht, wie geht's dir dabei, wenn du so einen Menschen siehst? Ich sage dir, was Jesus bewegt, wenn er so einen Menschen sieht, sein Herz bricht. Er hat diese Menschen schön geschaffen. Schön geschaffen nach seinem Ebenbild. Und was nicht nur die Obdachlosen, aber was hat die Sünde aus uns gemacht? Da siehst du es äußerlich. Menschen, die verwahrlost sind, die nicht gut riechen, weil sie sich ja auch nicht waschen können oder es auch überhaupt keinen Wert mehr drauf legen. Die zerrissene Kleider haben. Das ist aber das Äußere. Und bevor wir zu Jesus gekommen sind, sahen wir innerlich alle so aus. Da dürfen wir uns nichts vormachen.
Du meinst vielleicht, du warst ein toller Typ und irgendwo kann Jesus froh sein, dass er dich hat. Nee, glaub das ja nicht. Wenn du bestimmte Sünden nicht getan hast, ist es die Gnade Gottes, die dich davor bewahrt hat. Aber wir als Menschen, in unserem alten Menschen, sind zu allem fähig. Und diese Menschen, ich will sie mal so ein bisschen, die haben drei Grundprobleme, sage ich mal. Die haben viele Probleme, aber sie haben psychische Probleme, sie haben physische, also körperliche Probleme und geistliche Probleme. Psychisch. Es ist häufig so, wir hatten ja früher hier in unseren Räumen drüben im Café eine Obdachlosenarbeit. Und wenn du dich mit den Leuten so, die tatsächlich auf der Straße gelebt haben, unterhalten hast, die Geschichten sind zwar nicht ähnlich, aber es gab immer irgendeinen Auslöser. Irgendeine tiefe emotionale Verletzung. Gerade bei den Männern war es häufig so, die Frau hat den Mann verlassen oder ist vielleicht sogar gestorben, wie auch immer. Und das hat die Männer völlig aus der Bahn geworfen. Sie sind dann morgens nicht mehr hochgekommen aus dem Bett, sie haben ihren Job verloren irgendwann, kein Geld mehr da, die Wohnung ist weg. Das ist eine Spirale, die sich dann in Gang setzt. Und plötzlich sitzt du auf der Straße. Und was erlebst du da? Natürlich gibt es auch Mitleid, aber es gibt auch Leute, die dich verachten. Mit dem will ich doch nichts zu tun haben, der ist selber schuld. Der soll mal arbeiten gehen, fauler Sack. Das kriegen die tagtäglich zu hören. Was hast du hier zu suchen? Warum sitzt du hier vor diesem Laden? Geh doch irgendwo anders hin. Wenn du das tagtäglich hörst, wie willst du da psychisch gesund bleiben? Als Mensch. Dann die körperliche Situation. Auf der Straße zu leben, ist die Hölle. Also im Sommer mag es gehen. Aber im Winter, wenn es richtig kalt ist, da kannst du dich mit 100 Decken einpacken. Die Kälte, die von unten kommt, vom Boden, die zieht durch den Körper. Und wenn die Leute morgens aufwachen, wenn sie ein bisschen geschlafen haben, denen geht's hundeelend. Die frieren, die sind völlig entkräftet. Dann kommt der Alkohol dazu bei vielen, weil sie ihre Situation nicht aushalten und sich vielleicht auch ein bisschen warm halten können durch den Alkohol. Das macht der Körper nicht lange mit. Und dann gibt es die geistliche Not. Natürlich. Sie sind von Jesus, sie kennen Jesus nicht. Und mach dir nichts vor, wenn du einem Obdachlosen begegnest, der wird nicht immer freundlich zu dir sein. Aber es gibt tatsächlich, und das gerade, ich spreche jetzt gerade mal die jungen Leute an, ob sie das überhaupt. Ich will keinen jetzt angreifen, aber ob denen das bewusst ist, dass wir in einem geistlichen Krieg stehen. Diese Menschen sind manchmal nicht nur psychisch krank, sondern sie sind dämonisch belastet. Ich kann euch ein Beispiel geben, damals bei uns in der Obdachlosenarbeit. Da kam der Christian. Christian, der ist irgendwie nicht gealtert, konnte man schlecht schätzen. War wohl, ich weiß, ist nicht bestätigt, aber er war wohl früher Psychologe, hat Psychologie studiert und irgendwas ist in seinem Leben passiert. Und wenn der gekommen ist, der war so kaputt. Der war so kaputt, so dreckig. Der hat gerochen. Und du konntest mit ihm kurze Gespräche führen, wenn er dafür empfänglich war. Also du hast ihn irgendwas gefragt und er hat mit Ja oder Nein geantwortet. Und wir hatten ja das Café und wenn er reingekommen ist und sich irgendwo hingesetzt hat, saß er da alleine. Schon deshalb, weil er gerochen hat, aber weil auch niemand irgendwas mit ihm zu tun haben wollte. Und er saß da und hat sich mit dem gegenüber unterhalten, der gar nicht da war. Also er hat geredet und hat da gewartet, bis der andere ihm geantwortet hat. Und irgendwann, wenn er manchmal eine Phase hat, aber dann hat er plötzlich gesagt, geh weg, lass mich in Ruhe, ich will das nicht hören. Geh weg, geh weg. Aber das hat nicht aufgehört.
Es hat ihn nicht in Ruhe gelassen, das, was da zu ihm geredet hat. Man könnte sagen, der ist psychisch krank, der ist schizophren, was auch immer. Und das gibt es ja auch, natürlich gibt es das. Aber es gibt mehr, sage ich euch. Und manchmal war es auch so, wenn du den Mut hattest, dich zu ihm zu setzen, da hattest du den Eindruck, das waren zwei Personen. Einmal der Christian, der ganz normale Christian, aber dann, das sage ich euch, das ist nicht, wenn ihr das erlebt, wenn sich sein Blick verändert hat, hast du plötzlich gemerkt, da redet jetzt jemand anders. Jetzt nicht, wie man das im Film kennt, mit irgendeiner verzerrten Stimme, aber da kam wildes Zeug, wirres Zeug raus. Dieser Mann war getrieben. Und ich sehe ihn manchmal heute noch. Es ist erstaunlich, wie lange Menschen auf der Straße überleben können. Der sieht noch genauso aus, aber er ist immer noch unterwegs. Er schreit laut manchmal, wenn ich ihn dann sehe. Er weiß nicht, er unterhält sich nach wie vor. Und Geschwister, glaubt mir, also gerade die jungen Leute, die bekehren sich heute oft. Und ich weiß nicht, vielleicht täusche ich mich da auch. Aber ist euch das bewusst, dass wir in einem geistlichen Kampf leben? Es gibt jemanden, der dein Feind ist. Der kann dir deine Erlösung, deine Wiedergeburt nicht nehmen. Da ist ein Siegel drauf. Das Siegel des Höchsten, du bist versiegelt. Da geht nichts ran. Aber er kann dir dein Leben schwer machen. Er kann versuchen, dich zu entmutigen, in Depressionen zu treiben. Er versucht, Zugriff auf deine Gedanken zu nehmen. Wir sind in einem Krieg und Menschen um dich herum. Letztendlich geht es in diesem Krieg um Menschen. Und vielleicht hast du eine Ehefrau, die nicht gläubig ist, oder einen Ehemann, oder deine Kinder, oder Satan freut sich, wenn Menschen Jesus nicht begegnen. Er versucht alles. Er versucht, das zu verhindern. Das soll uns aber nicht entmutigen, aber es soll uns vielleicht auch nur ein Stück weit wach machen. Das Leben, auch als Christ oder gerade als Christ, ist kein Spiel. Und wenn du den Menschen da draußen begegnest, ist es wichtig, dass du in der Vollmacht Gottes gehst. Das ist ganz, ganz wichtig dabei. Ich erkläre das nachher noch ein bisschen. Aber nur, dass ihr nicht glaubt, dass ich euch irgendeinen Quatsch erzähle. In Matthäus 8, wenn wir mal in demselben Kapitel die Verse 28 bis 34 lesen, da steht, und er, das ist wieder Jesus mit gemeint, kam ans andere Ufer in die Gegend der Gararenena. Da lief ihm entgegen zwei Besessene, die kamen aus den Grabhöhlen, also bei uns wäre es der Friedhof, und waren sehr gefährlich, sodass niemand diese Straße gehen konnte. Und siehe, sie schrien, was willst du von uns, du Sohn Gottes? Bist du hergekommen, uns zu quälen, ehe es Zeit ist? Es war aber fern von ihnen eine große Herde Säue auf der Weide. Da baten ihn die bösen Geister und sprachen, willst du uns austreiben, so lass uns in diese Herde Säue fahren. Und er sprach, fahrt aus. Da fuhren sie aus und fuhren in die Säue. Und siehe, die ganze Herde stürmte den Abhang hinunter in den See und sie ersoffen im Wasser. Die armen Viecher, die wussten überhaupt nicht, was hier passiert. Sie sind plötzlich in Raserei geraten. Zwei Menschen, was für ein Elend. Besessen von einer bösen Macht, die steuert, die Zugriff hat, die Menschen in Ketten legt.
Es gibt diese geistliche Welt. Und es ist wichtig, in diesem Dienst, Menschen werden dich nicht immer, mach dir da nichts vor, die warten nicht gerade auf dich, dass du kommst und ihnen was, mancher vielleicht ja, aber nicht jeder wird begeistert sein, wenn du ihm vom Wort Gottes erzählst und schon gar nicht Menschen, die belastet sind. Die können sehr, sehr, sehr aggressiv werden. Aber das Wichtige dabei ist, wir gehen ja nicht in unserer Kraft. Das ist so wichtig. Wir stehen unter der Autorität des Höchsten. Wenn wir das hier lesen mit den beiden Besessenen, als sie Jesus sehen, schreien sie, was willst du von uns, du Sohn Gottes? Bist du hergekommen, uns zu quälen, erst ehe es Zeit ist? Die haben sich gefürchtet vor ihm. Und wenn du auf die Straße gehst, gehst du als Kind Gottes dorthin. Gott lebt in dir durch den Heiligen Geist. Und dämonische Mächte sehen das, die wissen das. Und es gibt, vielleicht hast du das noch nie gehört, es gibt, du hast die Vollmacht, die Autorität als Kind Gottes, Mächten der Finsternis zu gebieten, von Menschen zu weichen. Das gibt es tatsächlich. Und Menschen werden frei. Das ist die Autorität hat jedes Kind Gottes. Du musst kein besonderer Christ sein. Du bist Kind Gottes, das reicht. Und du kannst solchen Mächten auch nicht anders begegnen. Du kannst denen nicht mit denen argumentieren, nicht diskutieren, was auch immer. Du kannst dich auf eine Schlägerei mit denen einlassen, du hast schlechte Karten, das sage ich dir. Da ist eine Kraft hinter, der wir nicht gewachsen sind. Es gibt diese verrückte Geschichte in der Bibel, wo Söhne eines Hohenpriesters, die sehen, wie Paulus Dämonen austreibt und denken, boah, das machen wir auch. Und sagt dann zu den Dämonen, ich gebiete euch in dem Namen Jesus, von dem Paulus redet. Da war aber keine Vollmacht dahinter. Und die sind übel verprügelt worden, die sind nackt aus dem Haus geflohen. Also das ist nicht ohne. Also das sind Mächte, denen wir nicht gewachsen sind. Aber wie, jetzt einfach mal die Frage, wie erkenne ich das denn? Ob jemand psychisch krank ist oder ob da mehr dahinter steht? Ich als Mensch kann das nicht. Ganz bestimmt nicht. Und Psychiater und Psychologen in Psychiatrien können das auch nicht. Für die ist jeder Mensch, der da ist, seelisch, psychisch krank. Also dröhne ich ihn voll. Aber es gibt mehr. Und ein paar Pillen helfen nicht. Aber wie erkenne ich das? Wie soll ich das machen? Wir schlagen mal den ersten Korintherbrief auf, Kapitel 12. Da steht bei mir als Überschrift, viele Gaben, ein Geist. Hier geht es in diesem Kapitel um die Gaben des Geistes. Der Geist ist hier der Geist Gottes, der Heilige Geist. Und dann sagt Paulus hier in Vers 4, es sind verschiedene Gaben, aber es ist ein Geist. Und das sind verschiedene Ämter, aber es ist ein Herr und so weiter. Und dann zählt er sogenannte Geistesgaben auf, die in der Gemeinde, bin ich fest von überzeugt, vorhanden sind, weil wir Kinder Gottes sind. Wir haben den Heiligen Geist. Vielleicht näher anders. Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier mal einen rausgreife, eine Gabe, in Vers 9 steht ein bisschen am Ende, einem anderen die Gabe gesund zu machen in dem einen Geist. Man darf sich das jetzt nicht so vorstellen.
ich stelle mich jetzt hin und sage, alle Kranken kommen jetzt zu mir, ich habe die Gabe der Heilung. Was würde das mit mir machen? Wenn ich mir jetzt auch vorstelle, Menschen werden tatsächlich durch mein Gebet geheilt. Oh, und sie gehen zu einem anderen, zu Peter, da werden sie nicht geheilt. Dann habe ich doch was ganz Besonderes. Dann werde ich doch stolz. Diese Gaben sind nicht, das sind nicht deine Gaben, die du hast, die du anwenden kannst, sondern im gleichen Kapitel, in Vers 11 steht, dies alles aber wirkt derselbe eine Geist und teilt einem jeden das Seine zu, wie er will. Wenn du einen bestimmten Dienst hast, bin ich fest davon überzeugt, wird Gott dir die Gabe dazu geben. Und wenn wir eine Obdachlosenarbeit machen und rausgehen, wird Gott uns alles geben, was wir dafür brauchen. Und wenn du vielleicht eine Gabe vorübergehend hast und du nicht mehr in dem Dienst drin bist, kann es passieren, dass Gott dir die Gabe nimmt. Also du hast sie nicht auf ewige Zeiten. Und hier wird an einer Stelle in Vers 10, so mittendrin, wird gesagt, einem anderen die Gabe, die Geister zu unterscheiden. Und das weiß ich, dass es das in der Gemeinde gibt. Es gibt jetzt, ich kann jetzt nicht auf irgendjemanden zeigen, der hat das, aber es gibt Geschwister und die sind ganz schlicht und einfach. Die kommen zu dir und sagen, du, der Mann oder die Frau, die da Sonntag beim Gottesdienst war, da stimmt irgendwas nicht. Mehr nicht, ganz einfach. Und das ist für uns ganz, ganz wichtig, wenn wir so einen Dienst tun. Stell dir mal vor, du hast diese Gabe nicht und du gehst zu einem Menschen hin, zu einem Obdachlosen, der einfach eine seelische Not hat, dem es richtig dreckig geht. Und du gehst zu dem hin und sagst, im Namen Jesu, ich befreie dich von deinen Dämonen oder was auch immer. Was macht das mit diesem Menschen? Der denkt, was soll das hier? Es wird nicht jeder diese Gabe haben, aber wir brauchen diese Gabe, damit wir Menschen nicht unnötig verletzen. Aber ich sage euch, es gibt diese Macht. Guck dich um in dieser Welt, guck dich um unter den Menschen, wie Menschen geknechtet werden, wozu Menschen getrieben werden, Dinge zu tun. Väter, die ihre Kinder umbringen oder ich weiß nicht, weil sie nerven. Oder, ach, da gibt es so viel, wo du dir manchmal sagst, ey, das ist doch nicht mehr menschlich. Da ist doch was anderes. Da wirkt doch was anderes. Und wenn du diese Zeit anguckst, wenn du dafür wirklich offen bist, die Finsternis versucht, mehr und mehr Zugriff auf diese Welt zu kriegen. Die Macht der Manipulation, all das, was so läuft, das ist menschlich nicht mehr zu erklären. Und deswegen, ich finde es einfach toll, wie das hier beschrieben wird mit den ganzen Gaben. Sie sind, wenn du eine Gabe hast, ist sie dazu da, nicht, dass du dich selbst dran hochziehst und dich freust, sondern es soll ein Segen für deinen Bruder oder für deine Schwester sein. Es geht um den anderen, nicht um dich. Und wenn du da rausgehst und Obdachlosen dienen willst, ich weiß nicht, was für Vorstellungen du da hast, dass du ganz besonders gesegnet wirst, dass du tolle Erfolge siehst, dass du da mit Freude und Power immer reingehst. Wenn du es dann nicht erlebst, was ist dann? Wenn du den Ersten, den du ansprichst, und das kann dir passieren, der dir sagt, hau bloß ab, halt die Schnauze, ich will nichts hören. Wie sieht es denn dann aus? Irgendwann kratzt du die Kurve und sagst, nee, das habe ich mir anders vorgestellt. Aber, und das ist das Wichtigste dabei, wenn du in der Liebe Gottes gehst, siehst du Menschen mit ganz anderen Augen.
mit ganz anderen Augen. Wie ist es Jesus gegangen? Ganz krass, als er am Kreuz war. Wie ging es ihm da? Angespuckt, verachtet. Warum hat er es getan? Aus Liebe zu jedem Einzelnen. Und wenn du, wenn du den Menschen begegnest, sei nicht verletzt und fühl dich nicht angemacht, sondern bleib dran. Und ganz wichtig finde ich, das ist eine ganz, ganz wichtige Stelle, die lesen wir mal in, jetzt gehen wir wieder zurück in Matthäus, Matthäus 15, die Verse 29 bis 31. Matthäus 15, die Verse 29 bis 31. Da steht, und Jesus ging von dort weiter und kam an das Galiläische Meer und ging auf einen Berg und setzte sich dort. Und es kam eine große Menge zu ihm. Die hatten bei sich Gelähmte, Verkrüppelte, Blinde, Stumme und viele andere und legten sie Jesus vor die Füße und er heilte sie, sodass sich das Volk verwunderte, als sie sahen, dass die Stummen redeten, die Verkrüppelten gesund waren, die Gelähmten gingen, die Blinden sahen und sie priesen den Gott Israels. Was ich hier wirklich sehr wichtig und zentral finde, ist Vers 30. Und es kam eine große Menge zu ihm, die hatten bei sich Gelähmte und so weiter. Sie haben diese Menschen genommen, haben sie nicht vollgelabert, haben sie nicht psychologisch betreut. Nichts gegen Psychologen, die sind große Hilfe in vielen Dingen, aber sie sind begrenzt. Sie haben diese Menschen, sie haben das einzig Richtige gemacht. Sie haben sie zu Jesus gebracht. Und genau das sollte auch unsere Haltung sein. Sie sollen nicht uns hören. Klar, Gott will uns gebrauchen. Wir sollen jetzt nicht stumm dastehen und irgendwie neben den Leuten, das wird auch ein bisschen peinlich dann auf Dauer. Aber sie brauchen nicht unsere Weisheit. Das brauchen sie nicht. Sie brauchen die Liebe Gottes. Und genauso ist es hier in der Gemeinde, um jetzt mal so einen kleinen Bogen zu machen. Als Beispiel, woran sollen wir, das wissen wir ja, aber ich stelle trotzdem die Frage, woran sollen wir erkannt werden? Ich kann hier vorne toll stehen und eine große Predigt über die Liebe Gottes halten und oder das Anbetungsteam singt, wie groß, wie herrlich, wie toll Gott ist. Und ich gehe hier weg, schnappe mir Ralf und schreie ihn an. Oder erzähle nur noch irgendeinen Blödsinn. Mache irgendwelche blödsinnigen Witze. Wenn da ein Mensch sitzt, der Jesus nicht kennt, der wird doch sagen, was ist das für ein Heuchler? Und ich muss dir sagen, er hat recht. Was wäre das? Aber ich muss euch sagen, es kommen ja manchmal Menschen rein, die Jesus nicht kennen. Die sagen hinterher oder eine Woche später, ey, was ist mit euch los? Ihr jetzt ja nicht so, aber wie geht ihr miteinander um? Ihr umarmt euch, ihr redet, ihr ermutigt euch einander, schenkt euch gegenseitig Sachen. Was ist denn los mit euch? Da stimmt doch irgendwas nicht. Das erlebe ich doch draußen nicht. Auf meiner Arbeit, da ist jemand, der meinen Job haben will, der mich mobbt bis zum geht nicht mehr. Mein Chef, der ständig Power, der ständig Leistung verlangt, dem die Menschen egal sind. Da draußen ist doch keine, wer begegnet mir da freundlich? Wer nimmt mich in den Arm? Es gibt so viele Menschen, nicht nur in Corona-Zeit, auch davor, die niemand mehr umarmt. Die alte Omi, die zu Hause lebt, ganz alleine? Puh, wen interessiert das? Und das ist, die Liebe ist das Höchste. Die Liebe Jesu, nicht deine. Deine ist begrenzt. Wie gesagt, wenn du solchen Menschen begegnest und du hast eine
sensible Nase vielleicht, bist du abgestoßen von den Menschen? Wie sieht es da mit deiner Liebe aus? Oder der Mensch dich auch sofort vielleicht anschreit und am liebsten dir ans Leder will. Wie sieht es mit deiner Liebe aus? Vergiss es. Sie brachten sie zu Jesus. Die Liebe in Person. Denn, das braucht er nicht aufschlagen, in Korinther, wenn es dann um die Gaben des Geistes geht, in Kapitel 12, sagt er am Ende von dem Kapitel, strebt aber nach den größeren Gaben und ich will euch einen noch besseren Weg zeigen. Und dann kommt das Hohelied der Liebe. Hast du selbst persönlich begriffen, wie sehr Jesus dich liebt? Wir müssen es vielleicht auch gar nicht begreifen, aber wir dürfen nehmen. Er schenkt uns seine Liebe. Die Liebe ist das Größte. Die Liebe ist das, was Jesus ans Kreuz gebracht hat. Du kannst die tollsten Erkenntnisse haben. Du kannst das ganze Wort Gottes auswendig kennen und so inspiriert sein. Aber wenn du keine Liebe hast, vergiss es. Das bringt null. Auch in diesem Dienst, in jedem Dienst nicht, den du für Jesus tust. Die Liebe muss das Zentrale sein. Und wenn du nur so einen Dienst hast, den ja keiner sonst sieht und auch keiner beachtet, vielleicht weiß ich nicht, was dir dazu einfällt, Klos putzen oder ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Wenn du es aus der Liebe zu Jesus tust, ist es ein Segen, definitiv. Aber wenn du die Haltung hast, und das kenne ich von früher, von mir selber, aber keiner sieht das, hoffentlich sieht mich bald mal jemand, wie demütig ich hier diene, das ist die völlig falsche Haltung. Und auch wenn ihr vielleicht nicht, ich meine, ihr müsst nicht in der Obdachlosenarbeit irgendeinen Dienst machen, darum geht es nicht. Ihr könnt euren Mitstudenten, euren, weiß ich nicht, Mitschülern, euren Arbeitskollegen, Menschen, mit denen ihr zusammenkommt, könnt ihr dienen. Menschen vor Jesus bringen, wie sie das hier gemacht haben. Wie macht man denn das? Wie bringt man einen Menschen vor Jesus? Bete für ihn. Bete für ihn, liebe ihn, diene ihm. Und Jesus ist derjenige, der tut, der handelt. Nicht du, vergiss es. Wenn du reinfuscht, geht's daneben. Und was nützt, es gibt in Hannover eine Menge soziale Arbeit. Ich fahre immer an einer Kirche vorbei, wo es dann auch die Suppenküchen gibt, wo die Menschen hingehen können. Das ist alles wunderbar, sehr schön. Aber ich finde diesen Ausspruch der Heilsarmee so gut. Seife, Suppe, Seelenheil. Es geht um mehr. Was nützt es einem Obdachlosen? Natürlich, es nützt ihm schon was für die Zeit. Also wenn du ihm eine Wohnung besorgst, wenn du ihm frische Klamotten bringst, wenn du ihm mal einen Kaffee, mach das. Wenn du jemanden in der Stadt siehst, der auf der Straße, gerade morgens, bring dir einen heißen Kaffee. Der wird sich freuen. Aber was nützt der heiße Kaffee, wenn derjenige auf ewig verloren geht? Sagen wir doch mal ganz ehrlich. Es geht um das Zentrale, um das Evangelium. Wir wollen nicht eine weitere soziale Arbeit. Natürlich, ich weiß nicht, wie Gott uns führt. Vielleicht ist es ja auch nicht verkehrt. Also das kann ja auch manchmal nach hinten losgehen, wenn du nur fromm redest und die Not der Leute, aber der hat einen hungrigen Bauch oder der hat Durst oder der friert. Das sagt das Wort Gottes auch. Das bringt ihm in dem Moment nichts. Aber der Schwerpunkt ist das Evangelium. Jesus errettet und sonst nichts. Und das ist wichtig dabei. Keine weitere, ich will jetzt nicht abgehoben, ich will nicht auf die anderen herabgucken, aber es ist wichtig, dass wir den Menschen die Liebe Gottes bringen. Das ist das, was sie brauchen. Amen.